freue mich auch. Okay. Was ist deine Berufung und wie hast du sie gefunden? Meine Berufung ist, ich unterstütze Menschen dabei, ihr Hamsterrad zu verlassen. Also sprich, ihre Berufung zu finden, Hamsterrad verlassen und, sagen wir mal, ihnen zu helfen, mit ihrer Berufung, mit ihrer Leidenschaft ein erfolgreiches Business aufzubauen, das zu tun, was sie gerne tun. Also ich sage immer, Arbeit nie wieder als solche empfinden. Etwas zu erschaffen, worauf sie stolz sein können, worauf sie dann am Ende des Lebens zurückblicken können und sagen, okay, das habe ich erschaffen, da kann ich wirklich stolz drauf sein. Und von dem Ganzen auch leben zu können, und zwar gut leben zu können. Also ich würde jetzt sagen, ein Lifestyle-Business aufzubauen. Also nicht nur verlassen des Hamsterrades und Berufung finden, sondern dann auch die nächsten Schritte machen. Wie kann ich das, was meine Berufung, meine Leidenschaft, ja vielleicht meine Bestimmung ist, dann wirklich auch auf Schiene bringen, damit ich davon gut leben kann. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Das ist eine Geschichte gewesen, die wie so viele in meinem Leben, einfach ist das in mein Leben reingestolpert. Ich habe in einer Pause eines Seminars, das ich mit einem damaligen Trainerkollegen gehalten habe, ein bisschen im Internet herumgesurft und bin auf einen amerikanischen Blog gestoßen. Und Blogging war für mich bis zu diesem Zeitpunkt so, ich sage jetzt mal so richtig Zeit verschwenden. Ich habe mir gedacht, wer liest Blogs? Wofür? Was soll denn das bringen? Beziehungsweise, wer macht sich die Arbeit und schreibt Blogs? Was soll das alles? Ja? War für mich immer ein nettes Hobby, Liebhaberei. Und ich bin auf einen amerikanischen Blog gestoßen, der hieß The Art of Nonconformity. Und irgendwie hat mich das gecatcht, was der tut. Ja? Und ich hatte das Gefühl, da ist ein ehrlicher, authentischer Mensch dahinter, der Menschen unterstützen möchte, der wirklich einen guten, professionellen Job liefert. Unter professionell verstehe ich Look and Feel, das Webauftritt, Selbstmarketing und all dieses Zeug. Das ist mir professionellst vorgekommen. Und mir war aber auch gleichzeitig klar, dass was der Typ tut, ist nicht nur Liebhaberei. Da steht offensichtlich ein Business-Ding dahinter, sonst treibt man diesen Aufwand nicht. Da steht ein Businessmodell dahinter oder irgendeine Möglichkeit, damit dann auch gut Geld zu verdienen. Was für mich aber ab dem ersten Zeitpunkt nicht so eindeutig ersichtlich war. Und ich habe mir gedacht, okay, so einen eigenen Blog haben ist offensichtlich eine coole Sache. Habe mich dann ein bisschen recherchiert, eingearbeitet und habe mir dann gedacht, jetzt startest du auch mal so einen Blog. Und zwar ursprünglich mit der Intention, mich als Trainer, ich war damals Kommunikationstrainer, Coach, Mentaltrainer, alles in diesem Bereich, mir als Trainer ein besseres Profil zu geben, also ein bisschen meinen Bekanntheitsgrad aufzubauen. Das war die Urintention von diesem meinem persönlichen Blog. Und ich habe ein paar Jahre Marketingerfahrung hinter mir und habe mir gedacht, wenn auf diesem Blog oben mein Name draufsteht, also wenn da steht markuszerenak.com, dann möchte ich, dass das, der Wiener würde sagen, ordentlich gemacht ist. Also dann möchte ich, dass das Hand und Fuß hat, weil da steht mein Name drauf. Und ich bin auch in einer Lebensphase, das heißt jetzt nicht, dass ich mich alt fühle, aber ich bin in einer Lebensphase, wo ich sage, ich beginne nicht mehr oft so richtig neu. Ich habe mir gedacht, das möchte ich jetzt ordentlich machen. Habe dann recherchiert, habe mit den amerikanischen Kollegen Kontakt aufgenommen. Der kleine Wiener schreibt dem großen amerikanischen Blogger mit 250.000 Lesern im Monat eine Mail und sagt, hallo, ich würde das auch gern machen, habe aber keinen Plan davon. Ja. Und der schreibt ja zurück. Und zwar relativ zeitnah. Ja, und ich habe mir gedacht, okay, wie jetzt? Ja, ich schreibe dem, der hat tausende Leser, die ihm vermutlich Mails schreiben. Und der hat gesagt, ja, er ist kein Blog-Consultant, aber er kann mir da einen Tipp geben und ich soll da hinschauen und diesen Kurs machen und das Buch kaufen und mich bei dem melden. Und dann habe ich halt diesen Blog gestartet. Eigentlich noch immer mit der Intention, mein Trainer-Dasein zu verbessern. Und war aber mit dem Mindset, ich konzentriere mich auf eine Nische. Ich schreibe nicht einfach über Persönlichkeitsentwicklung und ganzen Nebengeräusche, sondern ich beschäftige mich mit einer bestimmten Sache, nämlich ich war selber in Jobs, jahrelang in Jobs, die ich wirklich liebevoll gesagt nicht gut gefunden habe. Sie waren scheiße. Und ich war jahrelang in Jobs, wo ich wirklich unter Anführungszeichen drunter gelitten habe oder auch nicht unter Anführungszeichen drunter gelitten habe und Tag für Tag dorthin gegangen bin und dort nicht sein wollte. Und ich wusste, es gibt eine ganze Menge Menschen da draußen, die Montag früh aufstehen und sich inständig wünschen, dass schon Freitagnachmittag wäre.
Und das ist ein Gedanke, der mich traurig macht, weil ich mir denke, wir haben nicht viel Zeit in unserem Leben. Und wie kann es sein, dass ich jetzt mir am Montag wünsche, dass es bereits Freitag ist? Dass ich quasi die wenige Zeit, die ich habe, auch noch überspringe, nur dass ich wieder in mein Wochenende komme. Und ich habe mir gedacht, ich habe für mich ein paar Wege gefunden, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und ich dachte mir, ich konzentriere mich auf diese Sache. Ich konzentriere mich darauf, Menschen Alternativen zu zeigen, wie sie aus ihrem Hamsterrad rauskommen. Und diese Alternativen waren für mich relativ schnell ganz klar, da muss es darum gehen, das zu tun, was du gerne tust. Also dein Ding zu finden, deine Berufung, deine Leidenschaft, deine Bestimmung vielleicht, oder wie es auch immer heißen möge. Ja? Und habe mit diesem Blog gestartet. Ohne Ziel, sage ich ganz offen. Und ohne einer professionellen Intention, außer dass ich es ordentlich machen wollte und dass es für mich imageaufbauend ist. Und dann ging das los. Und ich hatte relativ schnell relativ viele Leser. Also das waren gleich ein paar tausend Leute und gleich ein paar tausend Menschen in meinem Newsletter. Es ging relativ schnell ab. Feedback war großartig und ich habe bemerkt, offensichtlich habe ich da einen Nerv getroffen. Offensichtlich habe ich mit diesem Verlasse dein Hamsterrad-Ding und finde deine Leidenschaft und baue damit auch ein Business auf, nämlich ein Lifestyle-Business, so wie ich es nenne. Das dürfte irgendwie den Nerv ganz gut getroffen haben, der Leser, die ich angesprochen habe. Ich habe das anfänglich recht strategisch gemacht, wie ich diesen Blog gestartet habe und dann waren viele Menschen da. Und nach einer Zeit kamen die ersten Menschen zu mir und haben gesagt, wie hast denn du das hingekriegt, dass da jetzt plötzlich so viele Menschen deinen Blog lesen und irgendwie machst du gutes Selbstmarketing, weil du vermarktest dich sehr gut, ist einerseits authentisch, aber man merkt trotzdem professionell, nicht ganz perfekt, aber trotzdem hat das Hand und Fuß. Und es kamen immer mehr Menschen, die mich gefragt haben, wie funktioniert denn das Ding? Ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt passiert das, was ich von den amerikanischen Bloggern gelernt habe, nämlich die Uridee des Lifestyle-Business. Finde etwas, was du gut kannst, was dich fasziniert, was du tun würdest, auch wenn du kein Geld dafür kriegen würdest. Finde dieses Ding. Und dann überleg dir, gibt es da draußen Menschen, die mit dem, was du kannst, was du bist, ob du damit Menschen unterstützen kannst. Und das ist die Uridee eines Lifestyle-Business. Und ich habe bemerkt, ich kann offensichtlich einen Blog aufbauen, beziehungsweise ich kann offensichtlich eine Online-Präsenz schaffen, die dann Schritt für Schritt groß wird und aus dem man dann auch ein Businessmodell unter Anführungszeichen machen kann. Wichtig ist zu wissen, ein Blog ist kein Businessmodell, sondern ist nur, ich sage jetzt mal, meine kleine Werbeagentur für all das, was ich so tun möchte. Und dann kamen die ersten Menschen zu mir und haben gefragt, wie geht das? Und ich habe bemerkt, alles, was ich in diesem, das war circa nach einem halben Jahr, als ich den Blog aufgebaut habe, und alles, was ich in diesem halben Jahr gemacht habe, was viel Arbeit war, unter Anführungszeichen Arbeit, viel Zeit investiert, viel Herzblut, ist mir aber alles nicht wie Arbeit vorgekommen. Ich habe mir gedacht, ich habe zurückgeblickt auf das letzte halbe Jahr und habe sicher mehr Zeit investiert als in meiner Angestelltenzeit und als in meinen anderen selbstständigen Projekten, sicher mehr Zeit investiert, aber nichts davon habe ich als Arbeit empfunden. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du offensichtlich zufällig, wie die Jungfrau zum Kinde kommend, hast du jetzt offensichtlich eine neue Leidenschaft von dir entdeckt. Und ich habe das in meinem Leben schon ein paar Mal auf diese Art und Weise erlebt. Einfach Situationen, wo ich bemerkt habe, das ist jetzt mein Ding. Ich habe vor vielen Jahren zufällig auch begonnen, als DJ zu arbeiten. Und noch gar nicht dran denkend, dass ich DJ bin, habe ich mich schon gesehen. Ich habe es gesehen, wie es ist, wenn ich sage jetzt mal, im DJ-Pool stehe und die Menschen vor mir tanzen und Party und alles mögliche. Ich habe es vor mir gesehen, ich habe mich bereits so gefühlt. Und das ist für mich ein Indikator für, du hast dein Ding gefunden. Du machst es noch nicht, aber es fasziniert dich dermaßen und nimmt dich dermaßen ein, dass du dich bereits so fühlst, als hättest du es schon erreicht, als wärst du es schon. Das ist für mich ein ganz starker Indikator dafür, ob man sein Ding findet. Und das zweite Mal war eben, wie ich diesen Blog gestartet habe und wie ich einfach getan habe, gearbeitet, würde man sagen, ohne darüber nachzudenken, ob es Sinn macht, wohin es führt,
ob das in irgendeiner Weise Geld abwirft. Ja? Ich habe mich im Zuge in den ersten 3 Monaten dann auch einfach irgendwann ganz spontan hingesetzt und habe ein E-Book geschrieben. Und ich habe mir nicht überlegt, verkaufe ich das Ding, schenke ich es meinen Lesern, was tue ich damit, habe ich mir alles nicht überlegt. Ich habe einfach gemacht. Und nach so circa einem halben Jahr wurde mir klar, okay, du tust ganz viele Dinge, dadurch gehen ganz viele Türen auf und du empfindest nichts davon als Arbeit. Und das ist für mich so der Inbegriff eines Lifestyle-Business. Lifestyle-Business bedeutet für mich, das, was Geld bringt, richtet sich nach dir und nicht umgekehrt. Heutzutage ist es so, der Großteil der Menschen richtet das Leben nach dem Job aus. Der Job sagt uns, wann wir kommen müssen, wann wir gehen dürfen, wie wir uns am Telefon melden sollen, vielleicht was wir anziehen sollen, vielleicht wann wir auf Urlaub gehen dürfen und. Der Job sagt uns de facto den Großteil unseres Lebens, sagt uns der Job, wie wir uns zu verhalten haben. Zumindest, ich sage jetzt mal, Anwesenheit und Nicht-Anwesenheit. Das heißt, wenn wir auf Urlaub fahren wollen, wenn wir ein Geburtstagsfest planen, wenn wir heiraten wollen, wenn wir was auch immer tun wollen, müssen wir immer dran denken, okay, welche Menschen in meinem Beruf, in meinem Job muss ich jetzt fragen, damit ich da frei kriege? Dann muss ich mich immer auf den Job einschwingen. Also das heißt, mein Leben richtet sich nach meinem Business. Egal, ob das jetzt selbstständiges Business ist oder angestelltes Business. Und ein Lifestyle-Business dreht das Ding um, indem ich das tue, was ich gerne tue. Das würde ich sowieso tun. Und einen Weg finde, und da gibt es mehrere, einen Weg finde, das dann so zu gestalten, dass es auch das Leben finanziert. Und wenn es jetzt darum geht, mit einem Lifestyle-Business das Leben zu finanzieren, hängt es immer davon ab, wie du für dich selbst Erfolg definierst und sagst, okay, ich möchte gut leben oder ich möchte sehr gut leben oder ich möchte wohlhabend sein, reich oder was auch immer. Ja, das ist eine Definitionsfrage, wohin eine Art Lifestyle-Business dann führt. Aber für mich ist wichtig, dass ich das tue, was ich gerne tue, es nicht als Arbeit empfinde und gleichzeitig damit ein erfolgreiches Business aufbaue oder habe. Markus, was sind denn jetzt die genauen Schritte, die man gehen sollte, um so ein Lifestyle-Business aufzubauen? Der erste und wichtigste Schritt beginnt vor dem Aufbauen, nämlich die richtige Einstellung dazu. Also Punkt 1, wir haben, was Selbstständigsein betrifft, ein bisschen eine Vorstellung, die ein bisschen Patina angesetzt hat. Selbstständigsein heutzutage ist nicht mehr so, dass man wie vor ein paar Jahren noch und sagt, ich brauche Budget, ich brauche Finanzierung, ich brauche Infrastruktur, ich brauche alles Mögliche, Personal, schieß mich tot, alles Mögliche, brauche ich alles nicht. Ja? Also mal der erste Schritt ist mal zu verstehen, dass es unglaublich viele Möglichkeiten heutzutage gibt, mit einem Laptop und fertig ein Business aufzubauen, ein Online-Business. Und wenn ich sage Online-Business, dann werden sich alle gleich denken, oh mein Gott, Online-Business, Technik, Internet, Programmierung, schieß mich tot, was es da alles gibt. Ich sage es ganz offen, ich kann nicht eine einzige Zeile HTML programmieren. Nicht eine. Wenn du von mir verlangst, ein Wort bold zu setzen in HTML, bin ich nicht dazu imstande. Ja? Also es geht jetzt gar nicht darum, wenn man hört Online-Business, Internet-Business oder sonst irgendwas, dass man ein großer Technik-Freak sein muss. Ja? Menschen, die eine Maus bedienen können und alles andere auf einem PC bedienen können, sind absolut fit, so etwas zu tun. Also es geht aber darum, dass das Online-Business uns die Möglichkeit gibt, erstens mal 24 Stunden, 7 Tage die Woche da zu sein. Das ist mal der erste Vorteil. Und der zweite, über die Grenzen hinweg. Wenn ich vor vielen Jahren mir überlegt hätte, ich unterstütze Menschen dabei, aus ihrem Job rauszukommen und ein eigenes Business aufzubauen und ich lebe in Wien, dann hätte ich vermutlich die Menschen in Hamburg, in Berlin und sonst irgendwo in Zürich nicht großartig dabei unterstützen können. Das hätte nicht gut funktioniert, außer ich hätte viele Bücher geschrieben oder wäre ganz viel in der Gegend herumgeflogen, um Vorträge zu halten oder sonst irgendetwas. Heutzutage kann ich das relativ einfach. Das heißt, es geht mal um die Einstellung zu sagen,
ein Lifestyle-Business ist nicht selbstständig sein nach alter Manier, sondern anders, leichter, mit de facto null finanziellen Risiko. Es gibt ein Buch, das heißt 100 Dollar Startup. Da sind unzählige Beispiele drinnen, wie man unter 100 Dollar starten kann. Das ist relativ realistisch. Ich habe damals nicht viel mehr Geld ausgegeben. Also mal zu verstehen, das funktioniert anders. Das funktioniert ohne Risiko und ohne diesen ganzen Begleitumständen, die selbstständig sein in unseren Gehirnen noch drin behaftet ist. Und das Zweite ist zu verstehen, dass man mit einem Lifestyle-Business einen, ich würde jetzt sagen, es ist ein fürchterliches Wort, aber ich sage es jetzt mal, Expertenstatus in einem bestimmten Bereich aufbauen kann. Und Expertenstatus kann sein, ein Trainer, der sagt, ich helfe dir, wie du das Hamsterrad verlässt. Expertenstatus kann aber auch sein, ein Imker, ein Typ, der liebt Bienen und mag Honig machen. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich mag Honig produzieren, dann wäre es heutzutage relativ leicht im deutschsprachigen Bereich, wenn ich die richtigen Internet-Marketing-Hebel bewege, relativ schnell einen Expertenstatus als Honig-Guru sich aufzubauen. Ja? Und zu sagen, okay, und dann zu verstehen, ein Lifestyle-Business ist nicht unbedingt ein Produkt verkaufen. Der Honig-Guru kann Honig produzieren. Ja? Der kann aber auch ein Buch drüber schreiben. Der kann auch anderen Menschen erklären, wie sie Honig produzieren. Der kann jetzt Vorträge halten, wie man Bio-Honig produziert oder wie man Bienen gesund hält oder weiß der Geier was nicht alles noch. Ja? Das heißt, und das habe ich ganz stark bei mir gesehen. Ich habe einen Blog gestartet und habe mir angeschaut, okay, die Amerikaner machen dann ein digitales Produkt, also ein E-Book oder einen E-Kurs und damit verdienen die Geld. Nur, was sich bei mir entwickelt hat, da sind viel mehr Türen aufgegangen als nur ein digitales Produkt, weil sie sind Menschen zu mir gekommen und haben gesagt, ich mag auch so einen E-Kurs machen, wie geht denn das? Das heißt, ich beginne momentan auch durchaus Menschen zu erklären, wie sie solche digitalen Produkte produzieren. Das heißt, mal davon ausgehen, ein Expertenstatus in einer bestimmten Nische, und diese Nische kann winzig klein sein. Es gibt Beispiele, dass in Indien lebt ein Mensch wahnsinnig gut davon, den anderen Menschen zu erklären, wie sie mit Excel umgehen. Mit Microsoft Excel. Ja? Super. Ja? Es gibt einen amerikanischen Blog, der heißt How to Start a Hotdog Business. Ja, erklärt anderen Menschen, wie sie Hotdog-Stand aufbauen. Ja, im deutschsprachigen Bereich gibt es ähnliche Dinge. Da gibt es Hundetrainerkurse, da gibt es Quadrocopter-Bauanleitungen, die verschiedensten Nischen. So war, wo man sich, oder vor kurzem habe ich gehört, es gibt ein digitales Produkt, wo ein Mensch jemanden erklärt, wie man Nacktschneckenplage im Garten los wird. Großes Thema, gerade jetzt im vergangenen Sommer gewesen. Ja, super viele Menschen wollen wissen, wie das geht. Und wenn man es weiß, dann hat man einen Expertenstatus in diesem Bereich. Das heißt, Lifestyle-Business heißt, es gibt etwas, was du gerne tust, wo du gut bist, was du vielleicht schon dein ganzes Leben tust und wo du aber noch nicht verstanden hast oder für dich es noch nicht Klick gemacht hat, dass man damit auch Geld verdienen kann mit dieser Expertise. Das heißt, es braucht das richtige Mindset dazu. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel Menschen, die bereits ein selbstständig sind, ich sage jetzt mal ein Offline-Business haben, auch ans Herz lege, die sagen, bin schon gut dabei, es funktioniert mein Business gut, aber es ist noch immer Zeit gegen Geld tauschen. Und das ist auch ein Aspekt des Lifestyle-Business, dass man sagt, üblicherweise ist ja, ich muss Zeit investieren als Selbstständiger und als Angestellter und am Ende des Tages, Ende des Monats kriege ich einen Betrag heraus. Und je mehr Zeit ich investiere, je mehr Arbeit ich investiere, umso mehr kommt raus. Bei einem Lifestyle-Business löst sich dieses Zeit, hängt mit Geld zusammen Ding. Weil es online funktioniert, weil man sehr, sehr viel unter Anführungszeichen automatisieren und auslagern kann. Also die richtige Einstellung zu einem Lifestyle-Business finden oder überhaupt mal verstehen, dass es so etwas gibt. Und das ist mal der wichtige Schritt, weil das ist die Hürde, die viele davon abhält, das Hamsterrad zu verlassen. Nämlich die Angst davor zu scheitern. Die Angst auf zu zweifeln, kann ich selbstständig sein? Habe ich einen langen Atem? Habe ich genug finanziellen Polster oder Ruhekissen? Polster ist ein Wiener Ausdruck. Habe ich genug, damit ich da sicher drüber komme? Also unser Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen, das ist bei vielen Menschen die große Hürde zu starten. Und ein Lifestyle-Business nimmt dieses Problem
weil all diese Anfangshürden, Kohle und alles Mögliche nicht notwendig ist. Heißt, erster Schritt, richtiges Mindset finden. Der zweite Schritt ist meiner Meinung nach das Thema, der große Bereich Selbstmanagement. Wenn du dein ganzes Leben lang oder eine bestimmte Zeit lang in einem Angestelltenverhältnis warst, mehr oder weniger glücklich, ist es trotzdem ein gut organisiertes, es gibt einen Workflow. Gibt was, da komme ich, dann habe ich die und die To-Dos, dann gehe ich in das und das Meeting, da kriege ich die und die Aufgaben, die erledige ich bis zu der und der Deadline und gut ist es. Ja? Das heißt, nicht wirklich selbstbestimmtes Arbeiten. Sobald du in einem, und wenn du dich normal unter Anführungszeichen selbstständig machst, dann gibt es auch einen Plan. Also ich sage jetzt mal, ich habe keine Ahnung davon, aber ich nehme es mal als Beispiel, wenn ich Bäcker werden möchte, dann weiß ich, ich brauche eine Bäckerei, um das Ding zu verkaufen. Ich brauche eine Backstube, ich muss relativ früh aufstehen, weil ich muss zu einer bestimmten Zeit Brötchen produzieren, damit, wenn morgens Menschen zu mir kommen, die mir das abkaufen können. Ich muss Teig, also ich muss Zutaten kaufen, damit ich Teig produzieren kann. Da ist relativ klar, was zu tun ist. In einem Lifestyle-Business, da gibt es keine Ausbildung, keine Lehre, keine, ich gehe jetzt in die staatliche Schule für Blogger und Lifestyle-Business-Entrepreneure, die gibt es nicht, ja? Weil es auch keinen richtigen Weg gibt. Weil aus so einem Ding dann wirklich ein Business machen, es keinen normalen, geraden Weg gibt. Und deswegen hängt ganz viel vom Selbstmanagement ab. Es hängt ganz viel davon ab, wie organisierst du dich in den ersten Schritten deines Business, wenn du deine Leidenschaft, deine Berufung gefunden hast. Wie kriege ich es auf die Straße? Und den Blick zu schärfen für die Dinge, die wichtig sind, im Unterschied zu denen, die weniger wichtig sind. Wenn ich was gelernt habe, ich mache das jetzt seit knapp 2 Jahren, wenn ich was gelernt habe, dann ist es, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Es gibt ein wahnsinnig spannendes Buch, das heißt The One Thing, da geht es genau darum. Ja? Und die Fokussierung auf eine Sache und sich selbst immer wieder zur Ordnung rufen und zu sagen, ich habe eine Vision, ich habe eine Berufung, ich habe eine Leidenschaft, ich habe etwas, was mein Ding ist. Das, was ich jetzt gerade tue, zahlt das in meine Vision ein oder nicht? Das heißt, wir als Lifestyle-Business-Fuzzis sind täglich gefragt, wenn es darum geht, mache ich etwas, das wirklich meine Vision weiterbringt. Und da ist ganz starkes Selbstmanagement gefragt, ganz starke Selbstdisziplin gefragt, damit man die Dinge auf den Boden kriegt. Und das ist ein zweiter Schritt, sich selbst zu organisieren, den Weg zu finden, wie arbeite ich gut alleine, ohne dass mir jemand sagt, was Sache ist. Der nächste Schritt ist dann, ich sage jetzt im weitesten Sinne, Promotion. Ja, das beginnt beim Thema Selbstmarketing. Eines ist ganz klar, jemand, der ein Lifestyle-Business hat oder einen Blog betreibt mit einem Online-Business und alles Mögliche in diese Richtung, der stellt sich in die erste Reihe, ins Schaufenster. Es geht um diesen einen Menschen. Wie ich schon erwähnt habe, auf meinem Blog steht markuszeranak.com oben. Heißt, ich bin die Marke. Ich bin die Marke. Und das ist auch ein sehr, sehr spannender und sehr, sehr positiver Aspekt des Lifestyle-Business. Wenn du dich in eine Nische begibst, die es schon gibt, dann macht das nichts. Menschen kaufen von Menschen. Menschen vertrauen Menschen und nicht Produktmarkennamen oder Produkten. Was bedeutet, du bist das Produkt und du musst den Weg finden, den schmalen Grat zwischen egomanischer Selbstinszenierung und authentisch, sympathisch, professionellem Selbstmarketing. Das ist ein heikler Weg. Manche können dieses Guruhafte mehr ausreizen und niemand ist ihnen böse. Und manche machen es mit viel mehr Understatement. Das heißt, auch hier muss man ganz stark in sich reinhören und es geht eben bei Leidenschaft und Berufung finden ja eigentlich immer ganz stark um das in sich reinhören. Wie bringe ich es zustande, authentisch das rüberzubringen, was meine Vision ist und gleichzeitig professionell zu wirken, damit das auch ein Business werden kann. Also
die Selbstpromotion muss sein, das ist am Anfang komisch, sage ich auch ganz offen. Ja, weil anfänglich das, was wir jetzt hier gerade tun, vor Kameras und Mikrofonen sitzen, wäre vor ein paar Jahren für mich noch völlig undenkbar gewesen. Kleine Anekdote, ich habe 15 Jahre als DJ gearbeitet und in diesen 15 Jahren habe ich mich 15 Jahre lang erfolgreich davor gedrückt, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und zu sagen, die Babsi hat heute Geburtstag. Ich habe es geschafft, 15 Jahre mich davor zu drücken, weil ich Angst hatte, in ein Mikro zu sprechen. Genauso hätte ich Angst gehabt, vor einer Kamera zu sitzen. Und heute produziere ich Podcasts, mache Interviews, Video, E-Kurse und was auch immer. Das heißt, ein Lifestyle-Business ist gleichzeitig, das ist der angenehme Nebeneffekt, gleichzeitig eine ganz tolle Möglichkeit, sich selbst persönlich weiterzuentwickeln, einen Schritt aus der Komfortzone zu machen. Ja? Mich vor ein Mikro setzen und reinreden war für mich extremes Komfortzonen verlassen. Heute ist es normal geworden. Ich habe wahnsinnig Spaß dabei und ich glaube, dass ich es auch ganz gut mache. Somit ist ein Lifestyle-Business eine persönliche Weiterentwicklung, die mir in meinen angestellten Jobs immer sehr, sehr stark abgegangen ist. Also Selbstmanagement, Selbstmarketing, authentische eigene Marke schaffen und Vertrauen bilden. Also als Lifestyle-Business-Inhaber schenkst du ganz viel von deinem Know-how, von deinem Können, von deinem Wissen, von deiner Kompetenz deinen Lesern, deinen potenziellen Kunden. Du gibst ganz viel davon gratis her, weil wir sind online und online gibt es ganz viele Menschen, die ganz viel behaupten. Wenn du jetzt authentisch ein erfolgreiches Business aufbauen möchtest, online, dann darfst du nicht behaupten, sondern du musst beweisen. Du musst den Menschen, der auf der anderen Seite des Monitors sitzt, glaubhaft und authentisch und echt sagen, und zwar über längere Zeit hinweg, ich habe zu diesem Thema etwas, das dir weiterhilft. Nur wenn dieser Trust da ist, wenn dieses Vertrauen da ist, dann funktioniert es in beide Richtungen. Dann haben beide was davon. Dann kann ich meinem Publikum etwas geben, mein Publikum kann mir etwas zurückgeben, auf das ich genug für mein Leben habe, dass ich weiterhin meinem Publikum etwas geben kann. Das funktioniert aber nur durch von mir den ersten Schritt machen. Also Marketing, Selbstmarketing, Trust-Building und dann, und das ist spannend, weil das war auch nicht meine große Domäne, ich komme zwar aus dem Marketing, aber Online-Business-Marketing-Strategien, Newsletter-Marketing, Social-Media-Marketing und all das, Social-Media habe ich ein bisschen gemacht, aber jetzt nicht großartig, waren nicht meine großen Steckenpferde. Jetzt bin ich da reingewachsen und habe mich ganz automatisch damit beschäftigt. Das heißt, du wächst mit der Aufgabe und lernst neue Dinge, unter anderem auch Online-Business und Online-Marketing-Strategien. Die gehören dazu. Und wenn es nämlich um deine Leidenschaft geht, dann lernt man gern neue Dinge. Ich habe vor einem halben Jahr begonnen, Videos zu produzieren, ist ein Jahr jetzt her circa, Videos zu produzieren und hatte keine Ahnung, wie das geht. Und bin vor meinem MacBook gesessen und vor Final Cut und habe mir gedacht, wie soll denn das jetzt? Ja? Also ja, okay, dann ziehe ich das Film, wie geht das? Ja? Und nach einer Zeit kann ich das. Aber nicht, weil es mir jemand sagt, dass ich es lernen muss, sondern weil ich meinen Lesern und meinem Publikum ein tolles Produkt liefern möchte. Und wenn ich das möchte, weil es meine Leidenschaft ist, dann beschäftige ich mich gerne mit all diesen Dingen. Somit wäre das Lernen von Marketing, Verkaufen, von all diesen Dingen, die da ein bisschen mitspielen, damit die Leidenschaft nicht nur Liebhaberei ist, sondern wirklich dann auch ein Geschäft wird, das gehört auch noch dazu. Und regelmäßig wieder am Anfang anfangen. Also im Lifestyle-Business, weil es ein Online-Business ist, im Lifestyle-Business ist es so, dass es immer wieder neue Dinge gibt. Und Lernen gehört dann automatisch mit dazu und macht das Ganze für mich so richtig spannend. Das wären jetzt so kurz umrissen die Lifestyle-Business-Schritte. Vielleicht gehen da den Zusehern da jetzt so Dinge ab wie Finanzierung und all diese Sachen. Nicht unwichtig, keine Frage. Ich persönlich habe mit diesen Dingen ganz wenig am Hut
und habe es anderen Menschen in die Hand gegeben. Ich sage jetzt Thema Auslagern. Also es gibt Dinge, die zum Selbstständigsein zwar dazugehören, aber die man in einem Lifestyle-Business nicht unbedingt selber machen muss. Wenn die Leute jetzt einen ersten Schritt machen möchten mit dir, was kannst du denen anbieten? Da gibt es eine ganze Menge. Auf meinem Blog gibt es an sich eine ganze Menge, aber speziell habe ich mir genau für Menschen, die dieses ganze Lifestyle-Business-System entweder noch nicht kennen oder so ein riesengroßes Fragezeichen vor der Birne haben, ja, habe ich eine 8-teilige Videoserie gemacht. Das heißt, ich habe mir überlegt, was sind die Elemente, die es braucht, damit jemand mal diesbezüglich erst einmal die richtige Einstellung hat, das Basis-Know-how und dann auch in die Gänge kommt. Weil das ist nämlich noch ein weiterer Aspekt, das Tun, das tatsächliche Tun ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das heißt, ich habe mir überlegt, was sind die wichtigsten Schritte, die es braucht, damit man mit einem Lifestyle-Business ins Handeln, ins Tun kommt. Das habe ich Lifestyle-Business-Bootcamp genannt. Das ist eine 8-teilige Videoserie, wo nicht nur ich spreche. Ich habe mir da noch einen Gastlektor mit reingeholt, der das Thema Finanzen abdeckt, damit dieses Thema auch sehr, sehr kompetent abgedeckt ist. Sind circa 1,5 Stunden Videomaterial mit weiterführenden Ressourcen, Links und noch anderen Goodies von mir mit dabei. Kostet nichts. Und das wäre jetzt so die ersten Schritte, um in dieses ganze Thema, das für viele Zuseher vermutlich noch neu sein wird, ein bisschen reinzuschnuppern. Markus, vielen Dank fürs Interview. Ich bedanke mich auch.